So, dann willkommen zum ersten Part, zum ersten Part von Let's Play Frogato and Friends. Und zwar habe ich schon sechs Parts, Let's Test gemacht von dem Spiel. Und ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, auf den Link in der Beschreibung zu klicken, um zum ersten Part vom Let's Test zu kommen. Ansonsten werde ich das jetzt ein bisschen spoilern und erzählen, was im Let's Test so geschehen ist. Also 10 Sekunden habe ich jetzt. Achtung, jetzt fange ich an. Und zwar, ja, wir haben mit dem Tutorial begonnen im ersten Part und haben dann ein bisschen gelernt, wie die Steuerung funktioniert. Und im zweiten Part eigentlich das alles bloß ein bisschen gemacht, um uns an die Steuerung zu gewöhnen. Dann auch schon waren wir in so einem Zwischenboss, würde ich es jetzt mal so nennen, weil es sah schon ziemlich so aus. Und dann haben wir auch schon den ersten Shop besucht und was eingekauft. Einmal haben wir uns ein Herz dazu gekauft und eine längere Zunge. Und dann haben wir schon mal das erste Rätsel gelöst, soweit, und müssen jetzt gucken, dass wir in die Stadt kommen, und sind dazwischen auch schon durch eine Höhle gelaufen, wo wir den Gegnern aufgelauert sind. Und jetzt muss ich mir kurz mal hier etwas aufschreiben, 10 Sekunden. So. Okay, Moment. Moment. Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir laden jetzt mal das Spiel. Schauen wir mal, ob ich das mit der Maus auch machen kann. Nee, also wir gehen jetzt Spiel laden und sind jetzt normalerweise wieder vor dem Haus. Oh Gott, wir sind wieder im Erdspaltdorf. Das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Oh. Tun wir mal die Maus aus dem Bild hier. Das müssen wir uns jetzt nicht geben. Das haben wir im Let's Play schon gesehen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Scheiß hier nochmal zu machen. Oh Mann. Ich denke, ich mache jetzt hier kurz einen Break und werde euch dann zeigen, wo wir im letzten Test stehen geblieben sind, weil sonst wird das Ganze hier zu langweilig. Bis dann gleich. Okay, und wir sind jetzt hier wieder an dem Part, wo wir am letzten Test aufgemacht haben. Meine Mutter steht gerade vor meinem Zimmer und ich habe jetzt soweit erstmal wieder gespielt und ich werde jetzt hier erstmal wieder das Schloss aufripsen und wir werden reingehen. So, wir sind jetzt wieder im Gefahrenhaus. Ich gucke jetzt, ob ich da runterkomme. Okay, gut, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich das Spiel vielleicht nicht mehr mit einem Gamepad spielen soll, denn jetzt laggt es hier gerade ein bisschen, oder könnte es langsam, egal, weil das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, denke ich mir jetzt gerade mal, wenn man das mit einem Gameplay spielt, da kann ich mir da gechillt irgendwo hinhocken und das ist dann wahrscheinlich wie Mario, nur halt, dass man es noch nicht kennt und es wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich würde gerne mal wissen, warum das jetzt auf einmal so langsam läuft, das Spiel. Gerade vor der Aufnahme lief es noch spitzenmäßig und hier kommen wieder die ganzen Kugeln, denen wir jetzt ausweichen. So, das klappt auch diesmal, dass wir nämlich im letzten Test gestorben an der Stelle hier. So, Profi-Ausweichmanöver. Warten wir unter der Treppe, was uns jetzt leider nichts gebracht hat. Und da oben ist der Hase. Nein! Wir müssen anscheinend da raus, weil da drüben gibt es keine Möglichkeit hochzuklettern. Hier ist auch erstmal wieder was zum Trinken, da können wir unser Leben mal aufladen wieder. Gut. Die Typen sind auch schon recht heftig. Was ist hier? Feuer? Kriege ich dadurch Schaden? Nee, aber da kann ich auch nichts verwenden. So, wir haben jetzt gerade unseren Schild aktiv. Oder unseren... Also hier gibt es einen Schalter, den kann ich hier mal betätigen. Um schauen, was passiert. So. Das war vielleicht notwendig. Weil ich denke mal, der Schalter wird da nicht umsonst sein. Wir werden jetzt mal zurück. Jetzt ist unsere Feuerbolzen sind jetzt auch schon wieder weg. Jetzt können wir hier schweben oder was? Jetzt können wir vielleicht in den Schornstein rein. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten vielleicht durch den Schornstein durchfliegen. Aber das ist leider nicht möglich, habe ich jetzt gerade festgestellt. Dann werden wir jetzt einfach mal hier hochgehen und schauen, was da uns da dann erwartet. Oder wir werden einfach wieder zurückgehen, weil hier ist es, glaube ich, erledigt. Hier gibt es nämlich nichts mehr zu holen jetzt. Nee. Dann gehen wir schnell, bevor sich unser Schutzschild wieder weglädt. Oder wollen wir hier erstmal hoch? Schauen wir hier mal nochmal hoch. Hier gibt es einen silbernen Schlüssel, okay. Nehmen wir den doch gleich mal mit. Den können wir leider nicht mitnehmen, solange unser Ding da aktiv ist. So, jetzt annehmen. Und jetzt gehen wir zurück. Ich bin gespannt, was wir mit dem Schlüssel machen können. Ich wüsste jetzt nicht, dass es hier irgendwas gibt, wo ich damit aufsperren könnte. Aber ich glaube,
im letzten Test mussten wir eine goldene Ameise finden und ich glaube, die Ameise habe ich vorne im letzten Haus jetzt da gerade gesehen, diese Deadmau5, also Deadmau5, Elektro-Interpret und sowas, Techno-Interpret, und ich denke, damit kriegen wir vielleicht das Schloss auf, wenn ich mich nicht recht irre. Wir schauen jetzt einfach mal rüber. Kommen wir da hoch? So. Ne, da kommen wir so gar nicht hoch. Da muss ich jetzt außen rumlaufen. So, will ich das hier jetzt nehmen? Wenn ich es denn schaffe. So. Sind wir schon wieder drin. Vielleicht hilft es ja die Ameise dann diesen bösen... Nein! Scheiße. Jetzt habe ich das absolute falsche Haus. Da ist jeder Schlüssel da. Ich hoffe, der verschwindet nicht. Ich bin jetzt ins absolut falsche Haus gegangen. Mist. Da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich da wieder rauskomme. Jetzt wissen wir ja schon, wie das hier abläuft. Da unten ist ein Schalter. Den müssen wir betätigen, ansonsten kommen wir da nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie wir... Ach, den können wir gar nicht besiegen. Ja, okay, auch gut. Da mussten wir den Schlüssel wahrscheinlich bloß holen. Da müssen wir den, glaube ich, in anderen Gebäude auch gar nicht mal besiegen. Sondern wir brauchen anscheinend nur den Schlüssel, um die große goldene Ameise, a.k.a. Deadmau5, zu befreien, um dann die dem Biologen wieder bringen zu können. Oder dem Biologen zeigen können. Oder je nachdem, was das da auch war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. So, da unten war auch irgendwo ein Schalter. Der hier, den haben wir jetzt somit auch umgelegt. Oh ja. Was war das denn gerade, ey? Ich kann anscheinend auch geil schlindern und da diverse... Nochmal testen. Scheiße. Cool. Jetzt wird er aber aggressiv, ey. Scheiße. Okay, ich hoffe, das kriege ich jetzt hier schnell rum, weil sonst war das Ganze jetzt ein bisschen für ein Popos. Weil ich jetzt hier ins völlig falsche Gebäude gegangen bin, ey. Aber es soll doch weniger das Problem sein, weil hier ist ja schon wieder der Schlüssel, den wir brauchen, um hier rauszukommen. Vermute ich jetzt mal. Oder war das der farbige Schlüssel? Ah, ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Ich gehe jetzt lieber nochmal hoch, ey. War es anscheinend immer noch nicht. Das war jetzt gut, dass wir hier jetzt lang gegangen sind. Okay, gut. Das haben wir auch schon gehabt, das Gebläsegebäude. Wenn wir jetzt hier schnell noch einen Schalter suchen oder was auch immer hier gab, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Hier gibt es eine Schatztruhe. Hier gibt es wieder das Herzchen. Ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Kapseln. So. Hier ist der Schalter. Den legen wir um. Und können jetzt auch ganz gechillt wieder zurück, denke ich mal. So. Los, 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 los. Wir stehen unter Zeitdruck, hey. Hier ist der Schlüssel, den wir brauchen, um hier aus dem miesen Gebäude rauszukommen, ey. Jetzt kommt immer wieder der Scheißdreck da. Das war sau nützlich, aber wenn ich einen Schlüssel aufheben will, überhaupt nicht zu gebrauchen. Los, 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 los! Du Fröschchen, ey. Letzter Schuss. Nee, das war der letzte und das ist der letzte Schuss jetzt. So, wir haben noch ein Herz. Wenn ich jetzt sterbe, ey, ich flipp so aus. Ich würde so ausflippen. Wenn ich jetzt sterbe, Alter. Ich will das Gefahrenhaus unbedingt noch schaffen jetzt. Weil das war dann nicht jetzt im Sinne hier, dass ich das Let's Play gleich mit dem Let's Test vom Inhalt vom Let's Test wieder fortfahre. Schnell rüber. Hier kann man unser Leben noch aufladen, das ist gut. Und ab durch die Tür. Und schnell ab zurück, so schnell es geht. Hier, los, 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 rüber. Runter und wieder links hin, dann wieder hier links runter, das geht ja schnell, dann dem Typen hier ausweichen und wieder raus, und wie ich sehe, der Schlüssel ist weg. Oh mein Gott, was für ein Scheißdreck. Ist doch der größte Scheiß, den es überhaupt gibt.
Das ist der größte Scheiß, wo es überhaupt in der ganzen Scheiß-Dingens hier gibt. Ich schaue jetzt mal, ob das Haus hier auf ist. Okay, das ist wenigstens noch auf. Gut. Da holen wir jetzt nochmal schnell den Schlüssel da, den wir brauchen. Ich glaube, ich muss die Frame-Anzahl ein bisschen hochdrehen, weil irgendwie, als ich gerade gespielt habe, um hier wieder herzukommen, hat es ganz schön gedauert irgendwie. Also technisch hier, was laber ich? Da war es irgendwie viel flüssiger und etwas schneller alles, deswegen muss ich ja dann mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwas ändern kann. Los, los, los! Da rauf und da sehen wir schon wieder die ersten Kugeln flitzen, wenn ich mich nicht recht irre. Nein. Nein, fuck. Nein, jetzt komm schon. Er hat doch keinen Bock da auf den Scheiß. Ach, zwei Leben. Ein Leben. Alter, nein. Nein. Alter Schwede. Jetzt darf ich nicht sterben, sonst... Okay, hier gibt es wieder was zum Aufladen. Das ist schon mal gut. So. Leben sind aufgeladen. Hier sieht einer mit der Kanone. Den ignorieren wir jetzt mal. Dabei der Schalter, den heben wir jetzt noch um. Ich weiß noch nicht, was er uns vorhin gebracht hat, aber den heben wir jetzt trotzdem einfach mal wieder um. So, zack. Jetzt, oh, es regt mich jetzt auf, dass wir in dem letzten Play da den ganzen Scheiß da wieder machen durften, ey. Und dann müsste ich jetzt auch noch dann bis zum Save-Punkt spielen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ja, einfach mal links lang. Zack, warten bis das Teil runterkommt, hüpfen drauf, mit viel Erfolg, und da ist auch da schon das Schlüssel, und diesmal gehen wir ins richtige Haus. Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt das Richtige war, dass wir dann diese Deadmaus befreien müssen. Ich empfehle es euch da dringend mal reinzuhören, Deadmau5 schreibt mal den, müsst ihr mal ein paar Titel anhören. Haut richtig rein, einer meiner Lieblingsinterpreten. So, endlich hier ist der Ausgang. Ab nach draußen und diesmal ins richtige Gebäude. Nicht wieder hier in den Scheißdreck da, wo wir vorhin drin waren. So, runter geht es. Nee. Geht mal so lang. So lang. So lang. Und rein geht's. Fahrstuhlhaus. Mal schauen, ob wir jetzt finden, Deadmau. Zack. Jetzt ist er aber aggro. Jetzt ist er aber aggro. Jetzt geht er aber ab hier. Da ist er, den meinte ich. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir den befreien können mit dem Schlüssel, was wir vorhin gemacht haben, und was dann passiert, ob wir dann selber zum Biologen wieder laufen müssen oder ob wir zum Biologen gebracht werden automatisch oder ob es überhaupt aufgeht. Sieht schlecht aus. Vielleicht bin ich auch einfach nur auf der ganz falschen Fährte und ich muss einfach weiterlaufen. Das kann natürlich auch sein. Und das vermute ich jetzt sehr stark, weil... So. Alter Schwede, ich muss die Framezahl unbedingt erhöhen, glaube ich. Das ist nämlich hier ziemlich langsam alles, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt da drüber. Ich habe jetzt da keinen Bock, noch länger zu warten. Sprinten, sprinten, sprinten. 30 Frames und hoch hier. Tut mir leid, dass ich in dem Fall jetzt nicht so happy drauf bin, aber es hat mich schon hier ein bisschen angegast, dass ich den Scheiß dann nochmal machen durfte. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die linke Seite, weil wir müssen ja anscheinend zur Stadt. Und die Stadt, die gibt's nur. Die kommen wir vielleicht nur mit dem Schlüssel rein. Vermute ich jetzt mal. Ich hoff's. Zack. Da wäre ein Scheiß aus zum Speichern gewesen. Dann speichern wir doch gleich mal das Spiel hier. Okay. Und schauen jetzt mal, wo wir hier noch weiterkommen. Oder ob es überhaupt noch weitergeht. Sprinten, los, 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 los.
Und da habe ich eine SMS bekommen. Muss ich kurz beantworten. So, okay, was ist jetzt hier nochmal gewesen? Schauen wir erstmal schnell da hoch, ob da... Oder nee, schauen wir jetzt erstmal hier rein. Schauen wir jetzt erstmal hier rein, was es hier so gibt. Haupthaus. Ich glaube, ich lebe hier ziemlich gefährlich. Vor allem, da ich den Schlüssel habe. Und deswegen muss ich ganz besonders aufpassen, dass ich jetzt nicht drauf gehe. Und ich würde gerne mal wissen, wie ich hochkomme am Haupthaus. Schau ich mal links lang, ob es irgendwas gibt. Und hier ist der Schlüssel, glaube ich. Nein. Auch nicht, ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter und schauen, ob es da oben lang geht und ob uns der Schlüssel da überhaupt was hilft. Denn wir haben doch jetzt den Schlüssel nicht umsonst geholt. Hoffe ich jetzt mal. Hier, denke ich mal, wenn der den Spot... Da passt ja doch der Schlüssel und da können wir dann durch, ey. Endlich. Wir sind wieder im Erdspaldorf. Wir speichern hier das Spiel und dann würde ich mal sagen, der Part wird jetzt hiermit erstmal beendet und wir sehen uns dann beim nächsten Part.